Ich bin müde. Ich war tief und fest am Schlafen. Und jetzt kam gerade der Leo an, ist hier hingeklettert und hat sich auf meinen Arm gelegt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Leo? Tschüss. Tschüss? Kannst du einfach Tschüss sagen? Was ist denn das für eine. Was ist denn das für eine miese Verteidigung? Ganz miese Verteidigung. Leo? Ich runter. Gönn mir mal ein bisschen Schlaf. Ich folge Paw Patrol. Leo, du kannst jetzt keine Folge Paw Patrol gucken. Aber ich Fußaua. Ich Ach, du hast Fußaua. Aua am Fuß und darum willst du eine Folge Paw Patrol gucken. Ja. Geh mal die Mama fragen. Geh mal die Mami fragen, okay? Jetzt bin ich wach. Ich freue mich auf den Tag. So, wir sitzen im Garten. Hallo. Und frühstücken. Ich habe wieder eine Bowl gemacht. Leider habe ich euch nicht gezeigt, Schön sie eben wie aussah. schön die eben mal aussah. Ich habe sie Boah, schon schmeckt so umgerührt. geil. Wir gehören heute grillen. Und zwar schon am Finger gemacht. Hier? Nee, an dem anderen daneben. An dem mit dem Ring. Ja, guck mal, hier habe ich auch. Ich habe mich an der Küchenraspel mir die Haut abgeraspelt. Ja, okay, das wusste ich, aber das Pflaster habe ich noch keinmal gesehen. Habe ich eben drauf gemacht. Ich kann nicht mit links essen. Als ob. Ich kann sogar mit links schreiben. Dann backt ihr doch einen Kuchen mit links. Wenn ihr Rechtshänder seid, gebt dem Video mal einen Daumen nach oben. Die Kinder pennen übrigens gerade beide. Der ruhigste Moment des Tages. Boah, glaubst du, das wäre geil, wenn man das schön. So. Peace. Musst du Gas geben in der Sekunde, wo ich hier Entschuldigung, dass ich Auto fahre. Boah, ich fahre so viel öfter Auto in letzter Zeit. Ja, weil ich vor lange nicht Auto fahren richtig, konnte. Jetzt hat sich das so richtig etabliert. Oh, guck mal, die ganze Zeit wackelt das. Du kannst mal ordentlich... Wir haben gerade unsere Reisepässe abgeholt. Hast du was erzählt, Julian? Ich habe, glaube ich, aktuell noch gar nicht so viel erzählt. Korrekt. Also auf jeden Fall brauchten wir neue Reisepässe. Und jetzt fahren wir nochmal ganz schnell in die Stadt, weil wir an einem Haus vorbeifahren wollen, was wir uns von außen mal anschauen los, wollen. Es fällt jetzt um. Nee, es fällt nicht um. Ah, hab ich doch gesagt! Oh Mann, jetzt hat sich das Navigationsgerät entbunden hier. Ja, wir gucken uns auf jeden Fall ein Wohngebäude von außen an. Wir fahren nur einmal dran vorbei und möchten gucken, ob das vielleicht in Frage kommt. Und damit beende ich die Szene und gebe zurück ins Studio. Alles dann, bis gleich. Euer Julian. So, wir sitzen jetzt hier im Auto und haben uns hier vorne gerade... Das ist ein Neubauprojekt, was neu aus dem alten... Ein altes Gebäude soll abgerissen werden und da soll dann... Ein sehr, sehr schönes Neubaugebäude hin. Mehrfamilienhaus. Und Mehrfamilienhaus hat uns sehr interessiert. Jetzt haben wir nur aus dem Auto geguckt. Jetzt kam gerade eine Frau vorbei und hat schon gefragt, ob wir uns dieses Gebäude anschauen wollen und wollte uns nur die Info geben, dass daneben ein Bordell ist. Wirklich, also nicht einfach so irgendwo daneben, so wirklich das Haus, die was gleiche Wand hat das. Ist. Ne? Wisst ihr, es ist so ein Reihenhaus und genau daneben ist das Bordell. Und das ist zu den Zeiten, als es noch offen hatte, echt viel Traffic und man hat es auch gehört und man hat auch nachts immer die Fenster zugemacht. Boah, okay, ich glaube, also, als Renditeobjekt im Hinblick, dass wir es vermieten wollen, könnte uns da der ein oder andere Mieter mit dieser Information abspringen. Nee, und ja, an dieser Stelle sind wir leider raus. So als Renditeobjekt, es ist ja, jetzt sagen wir mal so, kein Magnet, ne? Also im gewissen Maße schon. Okay, werden wir jetzt hin. Stell das dahin, dann geben wir es gleich den Geckos, ja? Später. Später? Okay. Ist Folge Abkipper. Du willst eine Folge Abkipper gucken? Ja. Hast du heute schon Fernsehen geguckt? Nein. Sei ehrlich. Ich glaub nicht, dann kurz anmachen. Leo, du hast Schuhe an auf der Couch, musst du ganz schnell ausziehen gehen. Und einmal musst du die Mami fragen. Bibi hat auf jeden Fall auch okay gesagt, das ist übrigens Leo der Lastwagen. Keine Ahnung, warum der Leo immer Abkipper dazu sagt, weil da vermutlich ein Abkipper mitmacht. Und was Guck kippst mal, du hier gerade ab? Ich mach so Süßkartoffel. Oh, die sind roh. Süßkartoffelwürfel mache ich in den Backofen. Und der Julian wollte gerne Spargel. Eigentlich wollten wir Spargel bestellen, aber wir haben noch zwei buntgrünen Spargel. Ja, geil. Ja, der Kreisel geht soweit ganz gut. Persönlich sehe ich im Essen hier immer ein bisschen Gammelkresse. Hier, das sind übrigens meine Geburtstagsgeschenke. Einmal habe ich den Gin hier bekommen, ich glaube von deinen Eltern. Ne? Mhm. Dann hat mir mein Papa die Aperol-Flasche geschenkt. Ja, das haben mir auch deine Eltern geschenkt. Ne? Mhm. Dann von Freunden hast du auch noch Gin bekommen. Leute, es ist sogar schon soweit. Es hat sich schon so krass rumgesprochen. Es hat sich schon so krass rumgesprochen, dass ich gerne Gin trinke, dass sogar Gin-Marken mir Gin zum Geburtstag schicken. Das ist doch mega geil. Ehre da draußen an alle Gin-Marken.
Jetzt gibt es hier Soße. Was ist eigentlich die Soße? Und Mais mit so Tomaten, getrockneter Tomate. Ja, das is ist es. Was hast du da dir Leckeres gebräucht? Die Emmy hatte übrigens den kompletten Tag, wie heißt das, auf dem Kopf? Ein Zopf. Ein Zopf. Und jetzt halten die Haare von allein. Bitte, geil. Schaut mal, wie süß. Der Leo liest der Emmy jetzt was aus dem Buch vor. Glaubst du, das reicht an Wasser? Dass mir nicht einer sagt, ich lasse hier eine Kresse austrocknen. Seit wann ist der Kühlschrank offen? Du lässt den voll offen. Nein. Das war's, oder? Ja. So, wir probieren jetzt was aus. Wir haben im Internet nämlich gesehen, wie jemand sich ein Getränk zubereitet hat. Dafür haben wir schon Eis unten geholt, ne? Check. Ja. Perfekt. Und jetzt werden wir ausnahmsweise mal hier... Was ist das für ein Tee? Pfirsichtee haben wir abgekocht, ne? Ja. Werden wir Pfirsichtee nehmen und hier reinschütten. Achtung, Leo, sehr heiß. So, kannst du das einmal umrühren? Ja. Danke. So. So, jetzt füllen wir hier Kokosmilch rein. Willst du einen Schluck Kokosmilch reinschütten? Ein Schluck Kokosmilch. Oh, das ist ein großer Schluck Kokosmilch, Leo. Okay, und dann haben die noch so einen Sirup reingepackt. Aber Sirup habe ich eigentlich keinen Bock drauf, wegen viel Zucker. Darum habe ich hier die Reis-Kokosmilch genommen. War an sich schon sehr süß. Wirklich, Leo, da muss... Jetzt schützt du noch mehr Milch. Ja, das ist wegen der Süße. Ein ganz kleiner... Stopp. So. Jetzt um. Cocktails mit Leo. Boah, so viel Eis, Leo. Prost. Lecker. Wenn du das sagst. Schmeckt wie kalte Milch. An dieser Stelle vielen Dank an meinen Kollegen Leo. Das war halt Pfirsichtee, das hat mir jetzt nicht so ganz rausgeschmeckt, weil wir vermutlich ein bisschen viel Milch reingepackt haben. Nicht die Hand da rein. Ich probiere das irgendwann nochmal und dann zeige ich euch das, okay? Lecker! Probier mal, Bibi. Wie schmeckt dir das? Schmeckt's? Ich finde schon, dass meine Pfirsichtee rausschmeckt. Das ist gut. Wow. So gut. Möchtest du mehr trinken? Total gerne. Komm so. Mal. Ich schneide mein Video. Komm mal. Ja, es sieht ganz toll aus, Liebe. Und ja, du unterstützt mich soweit, oder? Ja. Hörst du überhaupt noch was? Ja. Soll ich dir mal deine Haare gelen, Leo? Nee. Ich wette, das kannst du nicht. Mhm, was denn? Boah, krass, Julian. Hast du mal im Zirkus gearbeitet? Boah, jetzt bist du wie der Leo. Wenn er jemanden beeindrucken will, macht er auch immer welche komischen Moves. Zeig mal. Nee. Wolltest du da gerade reinbeißen? Au. Du wolltest gerade in Emmys Socken beißen. Lass mich bitte, ich schlafe nicht so müde. Ich hatte übrigens auch einiges gestern gefilmt, das habe ich leider gelöscht, ich Idiot. Du bist so ein Vollidiot. Dafür, dass du gerade in Socken fressen wolltest, bist du jetzt ziemlich frech. Ich wollte dich nicht fressen. Du wolltest Emmys Socken Nein, fressen. Nein, wollte ich nicht. Also ich fasse mal kurz zusammen, wir haben heute beinahe ein Bordell gekauft. Wir haben, ne, das war's. Donnerstag. Bibi hat gerade übrigens Bilder von uns gefunden, wie wir heute auf dem Weg zum Amt waren. Hast du noch irgendwas Lustiges zu geschrieben? Ihr sollt euch mehr Mühe geben, weil ich einen Feedpost brauche. Bibi braucht einen neuen Feedpost für Instagram und kriegt es nicht gebacken, mal so ein Shooting zu organisieren. Also wenn ihr uns irgendwie das nächste Mal heimlich fotografiert, guckt doch irgendwie, dass ihr dann vielleicht so eine High-Quality-Kamera dabei habt oder sowas. Leute, unser neuer Podcast ist hervorragend. Da sprechen wir über... Wir sprechen über Sucht. Welche Sucht wir haben und eigentlich ein sehr ernstes Thema. Schaut gerne vorbei. Wir sind ja auch ziemlich cool.
Wenn ich sehr müde bin, muss ich immer sehr viel essen. Vielleicht bist du schwanger. Boah, es hat mir eben jemand geschrieben in Instagram als Privatnachricht. Bist du wieder schwanger? Vielleicht dachte er, du hast Milchbrüste bekommen. Okay. Hey, auf meine Brüste. Aui. Und auf meine Nase. Nenn mich Hulk. So, jetzt ist der Moment gekommen. Bibi kommt endlich mal an den Schrank dran. Oh geil, das sind ja voll die coolen Süße. Oh, oh, lecker. So, jetzt reicht's aber wirklich. Ich kann nicht winken, also weil... Tschüss.